Deine Zeit ist begrenzt, habe ich gehört, ne? Viertelstunde, 10 Minuten, 15 Minuten. Danke dir, bist gut auf Zack, danke. Ja. Okay, wunderbar. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Jo. Dann ein herzliches Willkommen bei Schmetterlinge im Kopf, der Kulturpodcast. Und wir haben heute wirklich einen, naja, ich sag mal so, wir haben einen Weltstar oder einen Superstar bei uns. Und das ist Jeremy Fragrance, der uns gerade aus Malibu zugeschaltet ist. Ganz herzlich Ja, willkommen, Jeremy. Nachbar Charlie Sheen hier. Mein Freund, der hat hier zwei Wohnungen und ich bin in einer von deren. Und der direkte Nachbar auf der anderen Seite ist Charlie Sheen. Den habe ich auch kürzlich getroffen und einen Duft von mir geschenkt. Und hier sind viele Promis, aber ich weiß ja mittlerweile selber, wie es ist, Promi zu sein. Und deswegen ist es eine ziemlich entspannte Sache. Also die drei bekanntesten, die ich bisher getroffen habe, war allgemein Justin Bieber, Arnold Schwarzenegger und Charlie Sheen. Aber jetzt nicht in dieser Zeit, wo ich hier war, sondern schon früher. Letztendlich, wenn du die Leute so im täglichen Alltag siehst, Joachim und an die Zuschauer, die Interessen, als wenn die nur. Früher war es so, dass Promis Ah, Bond. roten Teppich verhalten sollten und nicht so sehr in der Öffentlichkeit zeigen sollten, um so ein bisschen diese Besonderheit des Promi-Seins zu pflegen. Heutzutage durch dieses Zwischenmenschliche und durch dieses, hey, wir sind Influencer-mäßiges Verhalten und auch dass Superstars sich teilweise mit normalem Handy filmen, ist das so ein bisschen normalisiert, das Ganze. Und ich habe das Feeling, dass so dieses Star-Appeal glücklicherweise sich auch ein bisschen nach unten legt. Hi, Steffen. Buongiorno. Wo ist es für dich easier zu leben? Jetzt da, wo du jetzt bist, USA oder Deutschland, oder bist du, und das hätte ich jetzt vermutet, einfach überall zu Hause? Ich kam ja von oben, von Norddeutschland, dann bin ich in Mitteldeutschland nach Bonn gekommen und dann bin ich in der Nähe von also in der Nähe von München lebe ich in Deutschland. Aber ich habe mir als Kind schon, also als Kind habe ich Dinge haben wollen, die ich toll fand. Und dann hatte ich schon recht früh ein Sixpack, weil ich überrascht war, dass Kenne man auch ich. als normaler Junge aus Oldenburg ein Sixpack haben kann, weil der Kollege von mir, der sitzen geblieben ist, als ich in die 7. Klasse gekommen bin, der war schon 16 und ich war, glaube ich, 13. Und der hatte ein Sixpack. Und ich dachte, wow, das ist aber interessant, dass normale Menschen nicht mal aus Hollywood-Filmen ein Sixpack haben können. Und das ist vermutlich auch einer der Stepstones für mich gewesen, zu realisieren, ich kann auch andere krasse Dinge als einfach nur ein Sixpack haben. Und ich habe mir dann so Dinge geholt, die ich als Kind interessant war, ob es ein Sixpack ist oder die goldene Rolex oder andere Dinge. Und was mich auch gereizt hat, weil die Frage von dir anfangs, Joachim, war ja bezüglich des Wohnortes. Ich habe das Interesse gehabt, nicht als Kind in Paris zu leben. Und Okay. nicht in einem Penthouse in München zu leben, sondern ich fand Born in the USA Mindset interessant. Und das habe ich mir auch geholt. Und ich bin ja schon sehr tätig hier. Ich zahle ja schon sehr, sehr hohe Steuern mit meinen Firmen. Besonders eine meiner beiden Firmen in Amerika zahlt viel Steuern. Ich habe zwei Wohnungen in Amerika und ich bin sehr viel. Und meine Hauptzuschauer sind auch in Amerika. Das wissen wir nicht. Ich bin zwar in Deutschland sehr bekannt geworden auch, aber die Hauptzuschauer sind nach wie vor in Amerika, weil mein Content hauptsächlich Englisch ist und deshalb Amerika so relevant ist. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe, also genau, das so dein Content meistens ist auf Englisch. Ist es denn in Amerika auch leichter? Also ist es da leichter irgendwo als jemand wie du? Und jetzt muss man sagen, du bist jetzt kein Normalo, sondern du hast schon ein Mindset. Ich will mal so das sagen, Du hast im das Gegensatz kann zu sich uns sehen volles lassen. Haar. Das kann ich ja sehen lassen. Also du bist ja auch ein Schaffer. Das heißt, von wegen, ich werde mal so schnell und Influencer ist ja auch nicht. Ist das in Amerika anerkannt? In Deutschland hat es ja oft immer noch so ein bisschen den, ja, Influencer, ich habe auch nichts gelernt. Also kriegt man ja oft so einen blöden Spruch Ja, gedrückt. wie würde ich das sagen? Also die Amis, die sind schon Experten im Verkaufen, in der Selbstdarstellung, im Marketing. Das siehst du in den Restaurants, in der Werbung. Also wie die Dinge advertisen, ist so toll. Häufig ist es auch, aber
je nachdem auch in welchem State du bist, Florida beispielsweise nicht so wie zum Beispiel New York oder teilweise auch hier, wenn du in einem guten Netzwerk bist, in Kalifornien, dass du recht schnell an ziemlich krasse Leute kommen kannst, wenn du selber krass bist und dann so, okay, hello, I'm the number one in my field. Can we do something together tomorrow? Yes, step by, 11 o'clock, blah, scheiß drauf, Vertrag, wer braucht das schon? So nach dem Motto, Mindset. Komm her, ich habe hier mit einem Oscar, nicht Preisträger, aber einem, der sitzt in der Jury der Oscars, das heißt, er ist Mitbestimmer, was Jury des Oscars angeht. Das war so eine knapp, schnelle Nummer im Sinne von Kooperation. Der will mich heute auch noch gerne sehen. Der heißt William Goldstein und der lebt, der hat das Haus von Priscilla Presley in Hollywood gekauft oder wo das genau war, wo ich da war. Und er ist so ein Experte in Musik in dem Moment in Realtime zu komponieren. Das heißt, du sagst, was, mach mal einen Song darüber und dann macht er so eine tolle Melodie. Und wir haben die Idee gehabt, wir machen den Duft von Fragrance als Melodie. Das heißt, wie hört sich mir Fragrance an? Ich habe ihm also zwei Düfte gezeigt und auch erklärt, wie die riechen. Der zweite beispielsweise, it's a flirty romantic fragrance und so. Irgendwie sowas habe ich gesagt und dann hat er auf einmal so eine Art Titanic-romantische Musik gespielt. Das klingt toll. Letztendlich hätte er auch einfach nur einfach irgendeinen Song spielen können, der in seinem Kopf ist. Aber so dieses Packaging, wie die auf Ideen kommen, weil die Idee kam nicht von mir. Und bumm, bin ich auf einem Album von dem Kerl, der nennt sich dann The Sound of Fragrance. Also das sind schon interessante Ideen, auf die man kommt. Und das Mindset, Steffen, du hast es ja auch erwähnt bezüglich Mindsets. Auch danke, dass du das jetzt noch kurzfristig gemacht hast, weil morgen fliege ich zum Beispiel nach Miami. Es war so, ich habe mit dem Steffen viel geschrieben und ich wollte vorziehen, das Interview, und habe drauf gedrückt. Los, komm, let's go, komm. Und Und er ich stand habe auf. meinen alten, müden Körper aus dem Bett geschleift, um mit dir sprechen zu können. Also danke dir. Danke dir, Und Jeremy. so, weil morgen bin ich in Miami, dann wieder andere Zeitzone und dann weiß ich nicht, ob ich da so habe. Also top. Und ich überlege gerade, was können wir den Leuten sagen, die das jetzt sehen oder hören? Zum Vor einen allem. ist es, ja, danke dir, das Buch, gerne mein Buch lesen. Es ist relevant, was ihr seht und was ihr hört. Also, wo ihr, Joachim und Steffen, jünger waren, dann habt ihr wahrscheinlich, so wie ich, so Leute wie Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger gesehen. Und heutzutage gucken sich Leute teilweise andere Leute an, wie die Computer spielen. Was ich auch als Kind manchmal gemacht habe, weil ich habe selber Computer gespielt und dann wollte ich wissen, wie man bei Warcraft 3 eine richtige Strategie fährt, um den anderen zu besiegen. Das habe ich auch gemacht. Aber man muss schon darauf achten, was man konsumiert, denn das shaped einen auch. Absolut. Ich habe mir hier auch eine Wohnung gemietet am Strand von Malibu. Und in Miami miete ich mir in einer Straße ungefähr drei, vier, fünf verschiedene Locations. Einmal das Penthouse da, da einmal auf dem Level, um dann so meinen Tag so ein bisschen zu optimieren, weil was ihr wissen müsst, denn wir haben ja relativ ähnliche Tage, die wir machen. So, wenn ihr mal überlegt, was habe ich gestern gemacht, was habe ich vorgestern gemacht, was habe ich vorvorgestern gemacht, außer ihr seid im Urlaub, also ihr seid in eurem Daily Zeugs, sind die Tage relativ ähnlich. Ich vermute, so circa 80% ist der Tag gestern genauso ähnlich wie der Tag morgen, zu 80%. Und dann ist Wahrscheinlich es wenn du dann so. noch verheiratet bist, naja, das heißt wie, ja. Und dann musst du überlegen, wie kannst du das optimieren, das, was du tust. Weil es wär nice, wenn man das, was man tut, täglich möglichst gut tut. Also das wäre eine grundsätzlich gute Sache, wenn das eine ethisch vertretbar gute Sache ist. Und so teste ich beispielsweise auch so Locations, wo ich lebe. Und nur eine Side Note für euch auch die Hörer, weil lasst uns mal an die denken, dass die davon was lernen. Ich habe ja auch eine Zeit lang in Miami gelebt und auch auf Ibiza viel Zeit verbracht. Nicht besonders viel, aber auch hier in Kalifornien. Und was mir aufgefallen ist, die hohe Luftfeuchtigkeit und die hohe Hitze in Florida, in Miami, ist doch merklich für den Workflow nicht so gut wie beispielsweise der angenehme Tag-Nacht-Rhythmus hier in Malibu beispielsweise. Hier habt ihr die frische Nacht. Es ist recht knackig im Nacht, so ich sage jetzt einmal so 11, 12, 13 Grad und tagsüber hast du 24 Grad. Und du hast nicht die hohe Luftfeuchtigkeit, sondern eher so europäisches Klima.
sehr angenehm. In Miami ist es hingegen so schwül, hohe Luftfeuchtigkeit, warm. Dein Gehirn hat nicht so richtig die Separation. Und dann habe ich mit meinem Kollegen gesprochen, der sagte auch sowas in der Art, dass die Erfindungen unserer Zeit, viele große Erfindungen sind meistens in kalten Klimas entstanden oder auch zum Überleben, weil wenn du ein bisschen gefordert wirst, ein bisschen robust, auch kalt duschst, dann ackerst du, dann bist du auch produktiv. Und das nur so als so eine Side Note, dass man beispielsweise das auch im Kopf habt, falls ihr euch dazu entscheidet, nur im Warmen zu leben. Guckt auch, dass ihr irgendwo eine kalte Dusche kriegt oder dass es zum Beispiel nachts auch ein bisschen frischer ist. Aber du machst ja trotzdem unglaublich viel. Du hast eben schon mal kurz aus einem Tag deines Lebens erzählt. Du triffst bekannte Leute, Musiker, Musikerinnen, die für dich auf deinen Frequenz entsprechend ein Soundlogo machen etc. pp. Was dürfen wir von dir denn noch erwarten? Oder bist du da, gehst du einfach in die Zukunft und sagst, mal gucken, wen ich treffe, mal gucken, was es ergibt? Oder hast du schon Ideen, was du noch machen willst? Also für mich privat ist die Sache, dass ich in den USA leben werde. Das ist für mich was Wichtiges. Und auch für meine User, dass die dann eher so diesen American-Vibe kriegen werden als Münchner Marienplatz-Vibe. Also eher, ich werde in den USA viel sein. 80% meines Lebens, bis ich tot bin, ungefähr würde ich tippen. Zweite Sache, die passieren wird, ich werde eine Familie gründen. Da bin ich auch massiv interessiert dran. Das ist auch eher so für mich. Und die dritte Sache sind diese Jeremy Fragrance-Dinge. Und gerade heute habe ich eine Auftragsbestätigung bestätigt oder bekommen und bezahle die dann vermutlich auch in den nächsten paar Tagen über ein neues Produkt, was ich ganz nice finde, das auch mit mir zu tun hat. Und zwar mit der Energie, die ich täglich rausbringe, ohne Drogen. Es gibt einen Fragrance Energy Drink. Es wird etwas geben, was mit meiner drogenähnlichen Energie zu tun hat, dass ich Drogen nehme. Gut, dass du es gesagt hast. Ja. Ja, das ist ja ein Riesenkompliment, wenn die Leute denken, ich nehme Kokain oder so, ohne dass ich es tue. Und die ein Produkt, was ich rausbringen werde, in einer sehr kleinen Stückzahl, ist eins der Dinge, die mir so einen Kick gibt für diese Energy. Also Joachim und Steffen, was mache ich so als nächstes? Ich werde Düfte rausbringen, ich werde vermutlich ein Magazin haben, ich werde so Fragrance-related Dinge haben. Also Dinge für dich als Körper, auf den Körper zu tun oder einzunehmen, die dennoch irgendwie parfümrelevant sind, weil das wäre mir schon wichtig. Mhm. Ich könnte auch einfach keine Ahnung, was das kostet, ich sage jetzt einmal, zahle 25.000 Euro eine Weltreise machen. Ja, könnte ich einfach machen. Oder mich einladen lassen, kann ich ja auch machen. Mittlerweile werde ich auch eingeladen zu so vielen Dingen. Man kann frei essen und reisen. Aber als ich mir dann so eine Barriere gesetzt habe, es sollte fragrance-related sein, da habe ich schon sehr viele Dinge gut wegmachen können. Mhm, okay. Weil sonst ist die Verführung zu groß, so vieles zu tun. Aber also, gäbe es denn was du auf gar keinen Fall machen würdest? Also hattest du schon Angebote, wo du sagst, nee, also da ist Botschafter Dubai oder was weiß ich, was politisch... Oh. Also beispielsweise irgendein Produkt zu verkaufen oder zu bewerben, was ich einfach nicht selber konsumieren würde. Das finde ich uninteressant. Also das zum Beispiel. Und das Größte, was es gibt, ist Gott. Und für mich ist es, die Lehren von Jesus zu verbreiten, das ist höher als Familie oder USA oder Jeremy Fragrance. Aber ich hatte beispielsweise eine Kooperation mit einer saudi-arabischen Firma, die ich auch durchgezogen habe. Und es war über Parfüms. Aber da war die Idee, dass, ob es möglich wäre, dass ich das Kreuz ausziehen könnte. Und das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Mhm, okay. Und das habe ich dann, das war dann ganz nett. Und dann hatten die überlegt, oder ich glaube, ich habe die, ich weiß nicht mehr, ob ich das oder die gesagt haben, dass man ja mein Gesicht nur croppen könnte. Aber letztendlich haben wir es ganz normal im Full Body gemacht und super. Also das stärkt einen auch total, wenn du durchziehst. Jeremy, ich wollte jetzt gerade nochmal fragen, wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt, der deinen Weg gehen möchte, hast du, weil du also allein bei Insta vielleicht, also über 800.000 Follower, die Leute feiern dich, hast du so 1, 2, 3 Sachen, wo du sagst, okay, also die sind erfolgsversprechend oder die waren die Gründe, warum es bei dir so krass funktioniert hat?
Ich würde mal sagen, wenn du extrem radikal bist, mit einem guten Herz und ganz, 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 ganz viel arbeitest, das sind so geile drei Kombinationen. Also du bist richtig krass. Fuck off, Bitches! Number one, ich bin der Geilste. Du kannst ja zum Beispiel der Nummer eins Pokémon-Experte sein. Kein Schwanz ist besser als ich in Pokémon-Knowledge. Ich bin der beste Pokémon-Experte auf der Welt. Und mit Schwanz meine ich als Ausdruck der emotionalen Intensität hinter dieser Aussage. Schon klar. Aber das wissen die Leute, ja. Und also wenn du extrem krass bist, aber dennoch ein gutes Herz hast, boah, das ist schon mal eine geile Kombination. Und dann musst du aber auch, musst aber auch dranbleiben und viel, viel abliefern. Das sind so drei Kombinationen, die ich euch raten würde. Wenn du jetzt zum Beispiel das hörst und sagen wir, Kfz-Mechaniker bist, ich habe auch mal ein Praktikum bei Mercedes gemacht, 2 Wochen lang, oder irgendwie bei irgendeinem Supermarkt arbeitest oder so, kannst du ja immer noch machen und dann machst du nach Feierabend deine Influencer-Sachen. Aber ich würde anfangs noch nicht so vielen Leuten davon erzählen. Weil am Anfang bist du noch wie so eine kleine Pflanze. Sagen wir mal, du willst ja Pokémon-Experte werden. Und du bist Pokémon-Peter. Pokémon-Pete. Zack, zack, lass es direkt patentieren. Ja. Pokémon-Pete. Und dann mach das. Aber ich würde es anfangs noch nicht so groß erzählen, weil sagen wir, du machst dann 3, 4, 5 Videos auf allen wichtigen Plattformen. Und die wichtigen Plattformen sind Instagram. Und dann machst du, dass das parallel auch auf Facebook gepostet wird, sparst du dir auch Arbeit. Sagen wir Instagram, TikTok und YouTube. 5, 6, 7 Videos, 3, 4 Wochen lang. Würde ich anfangs noch nicht so Leuten erzählen, weil wenn du am Anfangs noch am Rumexperimentieren bist und gerade laufen lernst, in Anführungsstrichen, dann können ja auch Leute sagen, hahaha, du kannst ja noch nicht mal laufen. Ja, weil ich gerade anfange, du Arschloch, Alter. Der Mann muss öfters kommen. Habe ich jetzt so gesagt. Einfach so als Ausdruck, weil das ist mein Hass, weil ich habe auch Hass gegen Menschen, die, weil sie selber Flops sind, andere Menschen schnell den Wind aus den Segeln holen wollen, wenn sie merken, scheiße, die sind auf dem Weg, krass und gut zu werden, weil ich habe es verpasst. Ich will nicht, dass die das auch haben. Und deswegen habe ich einen Hass auf solche Menschen beispielsweise. Aber ja, deshalb empfehle ich dir, mach am Anfang erstmal noch so ein bisschen easy und nicht so viel Leuten erzählen. Und dann, so nach 3, 4 Monaten, wenn du schon, aha, okay, die Leute mögen es, also wenn ich diesen Background habe, wenn ich so drauf bin oder wenn ich diese Art von Content mache oder die finden mich so lustig, wenn ich Witze hin und wieder mache, dann kann es ja sein, dass du nicht der Pokémon-Experte wirst, sondern auf einmal so ein Typ Experte bist, wo Menschen komplizierte Messages, die auch politisch schwer zu transportieren sind, von dir in einer so sympathischen Art und Weise rübergekriegt werden, dass das möglicherweise deine Expertise ist, wofür die Leute dich wollen. Also ich würde ein bisschen rumprobieren, weil du fragst, wir haben ja überlegt, was kann ein Mensch tun, der so am Start ist und auch so ein bisschen sowas machen möchte wie ich. Wäre gut, wenn du der Experte in irgendeiner Sache wärst, dass wir so ein bisschen wissen, okay, Ja, sind wir gut. Stefan ist der krasse Typ, wenn es um Paleo-Ernährung angeht. So, okay, den kann ich auch darum geht. Ich müsste das vorher kurz googeln, aber dann sage ich, was drin ist. Ne? Weißt du, irgendwie Wie so, oder? gehst du mit so Leuten um? Du hast sie doch bestimmt auch immer in der Timeline, die sagen, hier, Jeremy, du bist auf Koks oder du bist ein Depp oder dies oder das oder Also mit jenes. den Hatern, mit den Ignorierst du Hatern. die oder schreibst du da auch mal oder ist es dir einfach wurscht? Das ist so wie die Sache mit dem roten Ferrari. Man denkt, wenn man einen roten Ferrari fährt, dass da auch Hater sind oder so, aber merkwürdigerweise, die Realität ist eine ganz andere und die Leute sind grundsätzlich mega geil drauf und die Sache ist ja, ich gucke nicht mal meine eigenen Videos oder meine eigenen Werbespots, ob das mit Aldi ist. Ich habe meinen eigenen Aldi-Werbespot nicht gesehen. Ich habe eine eigene TV-Show, die bei Sky kommt im Oktober oder so.
Die werde ich mir auch nicht angucken, weil ich geil mich nicht auf zu sehr an meinen geilen Sachen und auch nicht an anderen Sachen, die Leute mir sagen. Ich weiß, dass das, was ich mache, richtig ist und gehe dann weiter nach vorne. Und das kann ich Leuten empfehlen. Anfangs ist es noch hier und da klug zu gucken, wie die Resonanz ist, so wie die Leute was finden. Aber dann wird es einen Punkt geben, wo du merkst, ready, number one, let's go, weiter geht's, ich weiß Bescheid. Also, um diese Frage zu überlegen, auf eine sehr gute Art und Weise, wie ich den Leuten einen guten Tipp geben könnte. Du kriegst ja ein gewisses Statement oder du siehst irgendwas und dann gibt es ja eine Reaktion von dir, einen gewissen inneren Dialog. Wir haben ja innere Dialoge. Und bei mir ist grundsätzlich der innere Dialog, gerade wenn ich im Flow bin, number one, let's go, weiter geht's, let's go, weiter geht's, number one, let's go. Es ist so relevant, was ihr euch sagt. Mhm. Und du machst wie so einen Kurzschluss in deiner Birne. So, number one, let's go. So, mein Kumpel kommt, lass ein Haus angucken, let's go. Number one, let's go. Oder, also der innere Dialog ist sehr wichtig. Ihr solltet euch dessen bewusst sein. Und auch, dass ihr euch grundsätzlich immer wie ein Champion fühlt, ist auch eine gute Approach. Sogar wenn du physisch müde bist, was ja irgendwann der Fall ist, weil wir auch schlafen, oder wenn du beispielsweise eine große Herausforderung hast, aber du immer noch kämpferisch unterwegs bist, im Sinne von, ich bin immer noch krass am Hustlen. Du hast mir meine ganze Kohle weggenommen und mir eine Backpfeife gegeben, aber ich bin immer noch am Hustlen, ich bin immer noch am Weitermachen. So, dass man grundsätzlich eine Kämpfer-Attitude, eine Champion-Attitude hat, ist auch eine Sache, die ich den Leuten empfehle. Okay, lass mal irgendwie zusammenfassen, was die Leute genau lernen. Ja, vor allem kauft euch das Buch, weil das ist einfach nochmal eine schöne Inspiration und eine Möglichkeit, Jeremy nochmal richtig gut kennenzulernen. Also kauft das Buch. Und Jeremy, an dich noch die Info, falls du mal eine alte Rolex hast, die du aussortieren willst, melde dich gerne bei mir. Ich kann das genau, also, zusammenfassend, wie würdest du es, was würdest du den Leuten so als Schlusssatz nochmal um die Ohren hauen? Natürlich freundlich und sympathisch, wie wir dich hier kennengelernt haben. Ja, was könnte ich den Jungs und Mädels, sagen wir, du bist ein 17- bis 25-jähriger Mann und das heißt, du bist entweder in der Ausbildung oder kurz vorm Abi oder mitten im Studium. Ich empfehle dir, denk groß und mach dich möglichst früh selbstständig und hab ein gutes Herz. Lass mal damit lassen, weil die anderen Dinge waren auch gut, die ich schon gesagt habe, spult einfach zurück. Also ich vermute, die meisten Hörer dieses Podcasts, weiß ich nicht, aber ich sage dir nur, die meisten Zuschauer meiner Videos sind Männer 17 bis 25. Denk groß, hab ein gutes Herz und mach dich selbstständig. In diesem Sinne. Wenn du groß denkst, New York City, musst du los, let's go. Wenn du musst ein bisschen sparen, aber ich behalte es im Auge. Jeremy, ich würde gerade noch ein Set-Foto machen. Also erstmal vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass das so sehr, 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 sehr cool war. Und dann können wir gerade noch dein Buch mit ein. Yeah, meine Damen und Herren, meine Schmetterling im Kopf, Jeremy Fragrance, wie geil ist das denn? Großartig. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Wir wissen, warum ich auch bist. Vielen Dank. Joachim hat auch gut übernommen, also eingeleitet, wo du noch nicht da warst. Der hat auch einen guten Job gemacht. Wunderbar. Also das vom Profi, das höre ich mir jetzt noch zweimal an. Danke euch. Viele Grüße. Liebe Grüße. Tschüss, vielen Dank. Tschüss, Leute. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Steffen und Joachim.